Was ist das für eine Teufelei? Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Goodie mit einem weiteren Guide zu A Plague Tale. Knurrender Magen AD heißt die Trophäe, die wir uns heute holen. Dafür befinden wir uns in Kapitel Nummer 2. Auf der Flucht vor der Inquisition, oder besser gesagt, momentan kommen wir hier in diesem Dorf an. Und gleich kommen wir an viele Türen mit Kreuzen versehen. Und daraufhin fragt Hugo uns irgendetwas. Hier ist die Stelle. Sieh mal, da hat jemand was auf die Türen gemalt. Komm zurück, das bedeutet, dass sich in diesen Häusern Kranke befinden. Du darfst nichts anfassen. Oh, sie dürfen nicht nach draußen. Die Sache ist viel ernster. Wir könnten uns anstecken. Also lauf nicht überall herum. Ist gut, tut mir leid. So, und dann folgt ihr hier dieser Gasse und biegt sofort ab. Sofort abbiegen rechts und dann auf der linken Seite ist dieser Apfelbaum. Und wenn jetzt Hugo nochmal geredet hat, können wir auch mit dem Baum interagieren. Da ist das Y oder Dreieck, je nach Controller. Der Hugo kriegt einen Apfel, ist glücklich, knurrender Magen, AD, die Trophäe gehört euch. Das war's, mehr ist hier nicht zu tun, kann man natürlich wahnsinnig gut verpassen, die Trophäe. Deswegen hier auch der kleine Guide zu einem fantastischen Spiel. Ich hoffe, er hat euch geholfen, ich hoffe, euch hat euch vor allem gefallen. Denkt dran, über Kapitelauswahl könnt ihr das immer wieder nachholen. Da ist also gar kein großes Problem. Ich sage an dieser Stelle bis zum nächsten Video, so long, goodbye, keep gaming, euer Goodie.